So, guten Morgen, Kinders. RDLP hier. Wir machen weiter. Und zwar mit der Ghost-Mission. Die war hier unten irgendwo. Warte mal, ich muss sowieso mal eben gucken, wo Svenjos Mission ist. El Svenjo. El Svenjo, El Svenjo, El Svenjo. Seht ihr was auf der Karte, Jungs? Ruft mich an, wenn ihr was seht. Weil das alternative Ende muss ich auch nochmal spielen. Ich habe mir leider nicht... Also da ist die Mission. Sam Fischers Mission muss ich auch nochmal suchen. Aha. Ah, genau, die muss ich dann nochmal spielen. Okay. Nee, warte. Ich will doch jetzt die Misstrauensmission spielen. Da. Blitzreise, genau so will ich das sehen. Da bin ich mal gespannt. Es geht gegen unsere gute alte Freundin Karen. Mal sehen, was die für einen Dreck am Stecken hat. Hat bestimmt auch eine Botschaft in die Luft gesprengt. So, let's go. Ich bin ready. Ist das weit weg? Ja, ist es. Aber ich habe neue Waffen. Ich bin gut ausgestattet. Das Ich wird bin der was. Pilot. Sprechen Sie mit Walker. Mach Hör auf, ich. los! Das wird eine richtig lange Mission. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Die schaffe ich nicht beim ersten Mal. Wahrscheinlich überfährt mich wieder ein Zivilist. Daran wird es liegen. Nicht an meinen Skills oder dass ich immer reinrenne wie so ein Irrer. Nee. Du, hier war ich nämlich schon mal. Kann ich Sam Fischer... Wo ist Sam Fischers Mission eigentlich? Nein, rauszoomen. Da ist Sam Fischers. Oh, das wird richtig scheiße. Das wird richtig scheiße. Aber wieso leckt das jetzt? Aus. Das bereue ich noch. Bam. So, Walker, was hast du Schönes für mich? Bam, mir wird schwindelig. Juhu. Okay. Walker, hier bin ich. Jetzt sehe ich endlich mal meinen guten Homie Daniel wieder. Da seid ihr. Darf ich euch mein Team vorstellen? Oder besser die Reste davon. Tut mir leid. Die Unidad hat sie mit einer Hightech-Drohne zur Strecke gebracht. Die nötige Technik haben sie von diesem Ingenieur, diesem Daniel. Daniel! Und ob ihre und die der CIA. Sie haben diesen Verräter gedeckt, als er Technik verraten hat, durch die meine Männer starben. Gute Männer. Ich schicke die Jungs ein letztes Mal nach Hause. Mein Headset ist aber ausgefallen. Ich verlasse Bolivien erst, wenn jemand dafür bezahlt hat. Ja, das ist schrecklich. Aber oh, jetzt bevor wir geht's an Vergeltung denken, lass uns herausfinden, worum es bei dem Treffen geht. Okay. Dokument erhalten. Erstmal das hier gucken. Das ist Walker oder was? Wieso ist das jetzt auf Englisch? Ich kann nur Deutsch. Das zoomen wir uns jetzt rein. Good thing for you. Oh, er denkt an Vergeltung. I'm a ghost too. Okay. Ah ja. Okay. Ja, das lasse ich mal so stehen und dann kommen wir uns in die Heli. Oh Mann, was war das denn jetzt im Video? Der hält sich auch für einen tollen Hengst, ne? Du bist höchstens ein Pony, mein Freund. Mehr bist du nicht. Komm, jetzt steig ein. Zack. Alle sitzen drin. Let's go. Und da ist jetzt das Treffen zwischen Kevin und Daniel. Wir sind überall Farmen. Wie zum Teufel sollen wir da die richtige finden? Das wird schon. Glaubt ihr wirklich, ich lasse den Ingenieur gehen, ohne ihn wiederfinden zu können? Ja. Ich habe ihm einen Sender untergejubelt. Folgt einfach dem Signal.
Es wird euch direkt zu ihm führen. Hast du einen Fallschirmwalker? Dann würde ich gern rausspringen, aber das riskiere ich jetzt nicht. Aber er meinte ja, er ist auch ein Ghost. Nee, ich riskiere das jetzt nicht. Boah, hier ist eine Unidad-Basis. Was soll das denn jetzt werden? Hoffentlich sieht mich keiner. Raus, hier ist unser Heli auch gut getarnt. Oh, boah, Digga. Scheiße, Unidad. Das ganze Gebiet ist umstellt. Das könnte eine Falle sein. Bowman hat vielleicht Ärger. Ich empfange das Signal des Senders. Es kommt von einem Haus, dort drüben. Genau in der Mitte von diesen Unidad-Soldaten. Das ist safe eine Falle. Verstanden. Unterwegs, du fliegst auf, bleib zurück. Roger, Ziel erfasst. So, weiter geht's. Achtung, ein Unidad-Hauptmann. In der Scheune. In der Scheune? Hier im Haus sind auch noch welche. Blankgranate raus. Boah, ich sehe nichts mit diesem Licht. Ne, hier sind gar keine, okay. Da sind welche, verpiss dich da jetzt. Hä, welche Leiche will denn der gefunden haben? Das war eng. Da bekämpfen sich Unidad und Rebellen. Was sollen wir tun? Granate, weg! Fuck! Bowman ist nicht hier. Aber Daniel fühlt sich wohl bei diesen Kuleros. Daniel! Glaubt ihr, Bowman hat Ärger? Das heißt jedenfalls nichts Gutes. Daniel, was hast du für Sachen gemacht? Ich hab dir vertraut, Daniel. Reichen Sie die Position des Trackers mit Walker. Okay, ich bin ja aber dabei. Hier lebt ja keiner mehr. Daniel, was geht ab? Und nun? Ich bin da. Ich bin da. Hallo. Achso, Walker muss jetzt reinkommen. Walker! Verpiss dich. Ja, Walker, kannst du jetzt mit reinkommen, bitte? Alles sauber. Walker! Ich kann nicht mit dem reden. Walker, komm jetzt rein. Walker! Ist das ein Joke? Was soll ich hier machen? Walker? Ja, geht doch. Verhören, jetzt geht's. Bam! Okay, Arschloch. Du hast eine Chance. Das ist doch unser Homie Daniel. Ist Bowman. Ich... Wo ist Carol? Oh, Bowman? Das tut sicher weh. Die Unidad hat sie... Ich hab sie verkauft. Lo siento. Ich oh, Mann. Keine Wahl. Ansonsten hätte ich das Land nie verlassen dürfen. Por favor. Ich will doch nur zu meiner Familie. Ja, flemm mir nicht die Ohren voll. Jetzt kriegst du noch einen Tritt in die Brust. Was ist Jaguar in Flor de Oro? Oh, nein. Sag doch, ich hatte keine Wahl. Für sowas bin ich nicht gemacht. Ich bin nur Ingenieur. Ja, Daniel. Erst rette ich dich und dann sowas. Er gehört dir. Oh Mann. Er war Amerikaner. Ja, richtig. Er hat sein Land verkauft. Jetzt müssen wir Bowman finden, bevor die Unidad sie bricht. Ja. Machst du jetzt Sorgen um Bowman? Bowman ist mir scheißegal. Sorgen machen mir die Informationen in ihrem Kopf. Er ist eine ehrliche Haut, ich mag dich. Kennt sie deine auch? Solche Informationen setzt Santa Blanca gerne ein. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hab's begriffen. Wir nehmen diesen Van hier. Und niemand verurteilt dich dafür, dass du Daniel platt gemacht hast. Ich hätte ihn zwar leben gelassen, weil er hat ja auch eine Familie, aber... Du hattest andere Pläne. Ist schon in Ordnung. Gut, dann erreichen sie die Basis. Oh Mann, ich rieche viele Feinde. Ah, scheiße. Bin mal richtig schön falsch gefahren. Schön in einen See rein. So muss es. So, aber wir haben ein gutes Fahrzeug.
Alle noch an Bord, ich hoffe es. Fast die letzte Mission. Die CIA spielen ein gefährliches Spiel. Und das schon viel zu lange. Ja. Die kleinen Spielchen rund um den Globus und Soldaten wie wir müssen für ihre Scheißfehler bezahlen. Der ist ja auf 180. Ich glaube, der ist nicht nüchtern. Ach, Nomad. Wir wissen eh, dass du in Bowman verliebt bist und ihr alles glaubst. Ja, was ist nun? Komm, Truck. Wenn du runterfahren kannst, kannst du auch hochfahren. Das ist ein physikalisches Gesetz. Ich habe Physik studiert. Im Traum. Damals mit Einstein. Ja. Gut, dann geht's weiter. Aus dem Weg. Ich habe hier eine Mission. Ich muss Bowman befreien. Ich kann ja wieder nicht auf sich aufpassen. Und er hat einfach meinen besten Kumpel Daniel gekillt. Ich fass es nicht. Ich hatte den Daniel richtig gern, ja. Ich bin emotional völlig aufgelöst und jetzt soll ich so eine Mission spielen. Oh Mann. Okay, mal sehen, wie das wird. Ja, hier ist ja keine Sau. Ach, das ist doch meine Basis. So, hier bin ich. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Ich hoffe, du und dein Team seid bereit. Ich bin immer ready. Die Basis ist riesig. Bowman zu finden wird nicht einfach. Hier hast du keinen Sender angeheftet, oder? Oh. Ich klebe die nicht an jeden. Keine Frage. Aber an... Ihr müsst eure Taschen nicht durchsuchen. Wir müssen hier rumschnüffeln, ohne dass uns einer dieser Hombres entdeckt. Na wir toll. Dürfen keinen Alarm auslösen und Bowman gefährden. Ich check die nördlichen Außenposten. Ihr übernehmt die Basis. Mach ich. Gib laut, wenn du was findest. Finden Sie Hinweise zu Bowmans Aufenthalt. Da steht nicht, ohne entdeckt zu werden. Also darf ich entdeckt werden, oder Leute? Habe ich richtig begriffen, oder? Ja. Erstmal muss ich da einen Weg rein finden. Ah, das wird wieder schwierig. Die Unidad-Basen sind nämlich immer schwierig zu infiltrieren. Bam. Keine Ahnung, wo ich hier einen Weg reinfinden soll. Scharfschütze im Turm. Down. Ich muss irgendwie da reinkommen. Okay, hier geht's rein. Ist auch nicht sonderlich gut bewacht, muss ich sagen. Da waren sie echt schlampig. Ja, Bowman, wo bist denn du? Hab einen Unidad-Soldaten. Da, neben dem Mörser. Aha. Ja, das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr markieren. Für die letzte Mission level ich mich nochmal richtig hoch. Da gebe ich mein ganzes Geld aus. Ja, Geld sage ich schon. Meine ganzen Vorräte. Geld gibt es ja nicht. Ah, die Basis ist echt riesig. Wie groß ist denn die? Oh, die ist ja echt riesig. Scheiße. Ich bin auch nicht mal richtig im Gebiet drin. Wieso verdächtig? Alles entspannt, alles locker, alles flockig. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Down. So, ganz ruhig. Ich sehe noch einen Tango. Den kill ich jetzt nicht. Ich darf ja Bowman nicht gefährden, ne? So, da ist einer. Den kill ich jetzt auch nicht. Ich versuche so lange unentdeckt zu bleiben, wie es geht. Und auch so wenig Leute zu killen wie möglich, damit die keine Leichen finden. Laufe ich denn jetzt ins richtige Gebiet? Ich hoffe es. Ah, sieht mir nach dem Hauptgebäude aus. Hier könnte sie drin sein. Ich weiß es aber auch nicht. Sie einen Soldaten, er ist allein. Wo hast du sie? Helipad checken.
Ja. Ich gehe in Position. So, den schalten wir auch noch eben aus. Ziel erfasst. Bin bereit. Tango getötet. Keiner gehört. Gut. Hier ist sie nicht. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, beim Helipad ist einer. Okay. Runter. Sehr eingeschätzt, Tom. Der ist alleine, dann holen wir den weg. Wo ist denn die Bowman? Bowman, bist du hier drin? Nope. Bowman, wo bist denn du? Mach's nicht so spannend. Oh Mann. Der Heli, der wird mir noch richtig Probleme bereiten. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil ich kann den Heli jetzt nicht ausschalten. Zack. Da ist ein Sniper. Yo, sehe einen Soldaten. Beim Helipad. Da. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel markiert. Gut. Tango getroffen. Locker bleiben, alles ist gut. Na, alles ist gut würde ich nicht sagen, weil ich habe Bowman noch nicht gefunden. Da leuchtet irgendwas, das könnte aber auch nur Munition sein. Den Rebellen ein Care-Paket geschickt. Jetzt müssen wir es nur noch bergen. Wow. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich dachte, ich hätte die Mission geschafft. Tot. Alles gut, wo ist denn die? Ich kann gleich die ganze Basis ausschalten. Alles okay. Feind gesichtet. Wenn es so weitergeht, habe ich gleich echt die ganze Basis gekillt, weil ich die Frau nicht finde. Bisschen ruhiger. Ja, wo ist denn die? Die Basis ist echt viel zu groß. Sehe einen Unidad-Soldaten. Drüben bei Mörser. Finden Sie Hinweise zu Bowmans... Ja, ich weiß, wo sie ist. Das Gebäude sieht gut aus. Das sieht vielversprechend aus. Ja, das ist es. Oder nicht? Ich gehe mal hier rein. Kommt da nicht hoch? Ja, Wahnsinn. Ganz ruhig. Wir wollen niemanden aufscheuchen. Hm. Ne, hier ist sie auch nicht drin. Ich schalte den trotzdem mal aus. Hier versteckt sich nämlich jemand. Zack. Gehört das auch alles zur Basis oder wie sehe ich das? Hab einen Unidad-Soldaten. Da, auf dem Schießstand. Ha. Toll! Ich wusste es. Zählt das jetzt als ein Tod oder... Boah. Ich infiltriere einfach mal alles. Irgendwo muss die blöde Kuh ja sein. Ach, rede doch nicht so über Agent Bowman. Sag hier rüber. Weil hier könnte die halt echt sein, irgendwo. Ja, hier ist auch das Gebiet. Ich habe wieder im falschen Gebiet gesucht. Toll. Zurück, bevor sie dich entdecken. Zack. Ist sie hier drin? Nein. Sieht gut aus. Kommt. Bowman, wo bist du? Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Haben wir immer, ist nichts Neues. Ich finde die nicht. Wo ist denn die? Oh Gott, hier ist ja richtig Rambazamba.
Soll ich die alle ausknipsen oder was? Muss ich wohl. Zum Glück habe ich kein Zeitlimit. Tango. Hier ist Bowman auch nicht. Bowman. Ich sehe zwei Unidad-Schützen um den Tag herum. Da fährt ein Laster. Runter. Alles ist gut. Die werden dich sehen, Victor. Hier wird mich niemand sehen. Hier ist Bowman auch nicht. Aber hier ist das Gebiet, wo ich suchen muss, anscheinend. Ich finde keine Hinweise. Bowman, wieso machst du es mir immer so schwer? Hey, ein Soldat mit einer Minigun. Sag mir wo. Drüben an der Kippe. Bowman, wo bist du? Bowman? Das war ein bisschen laut, ne? Es ist alles gut. Da oben ist ein Sniper. Da sind zwei. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ja, aber Bowman ist nirgendwo. Scheiße, wo ist denn die Tusse? Nomad, keine Spur von Bowman. Aber aha. Einer von diesen Jungs hat mir verraten, dass sich in deinem Operationsgebiet ein Hauptmann aufhält, der etwas weiß. Verstanden. Aha. Wir jagen gerne Offiziere. Ich sehe einen Unidad-Offizier. Vielleicht weiß er, wo Bowman steckt. Krieg ich eine Markierung? Wo ist denn der? Ja, das ist doch mein Homie. Oh, Leute, ich sehe überhaupt nichts. Lauf der jetzt einfach mal hin. Zu der Markierung wird schon stimmen, ne? Da ist noch einer. Mach 10. Zack. Das war knapp. So, das müsste der jetzt sein. Greifen. Verhören. Zack. Alles ja, Mann. Die Amerikanerin wird hier festgehalten. Sag mir wo, sonst durchlüfte ich deine Schädel. Okay. Un Americano? Ja. Romero. Frau Mitte 40, blondes Haar. Ja, ich weiß, wo sie ist. Ich zeig's Ihnen auf der Karte. Nett wäre das. Dankeschön. Walker, wir wissen, wo Bowman steckt. Ich schicke dir einen Wegpunkt. Aber bitte warte auf uns, bevor du irgendwas unternimmst. Entspann dich. Alles nach wird er eh nicht machen. Bis gleich. Du wirst eh nicht auf mich warten. Der wird nicht auf mich warten, der will Rache. Aber das hat gut funktioniert, das habe ich gut gemacht. Ja, ich wurde nicht einmal entdeckt, obwohl das deren fucking Hauptbasis ist. So. Moment, ich fahre. Also, gut gemacht, RD. Ja, danke, RD. Oh, toll, ich kann doch nicht durch die Unidad-Basis brettern. Ah, so wollte ich nicht fahren. Diese Musik ist auch chillig, muss ich echt sagen. So, erinnert mich an Animal Crossing irgendwie. Finde ich passend. Okay, das ist ein bisschen zu auffällig. Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Sniper. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Zack. Das Sturmgewehr ist echt präzise, da kann man echt nicht meckern. Boah Leute, könnte sein, dass ich das Video gleich beenden muss, weil ich habe echt gerade einen Migräneanfall. Und dann sehe ich nicht viel. Scheiße, das ist jetzt blöd. Ich will die Mission auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Oh Gott, ich dachte schon, ich sterbe wieder. Ja, es wird schon gehen. Ja, sprint. Wir müssen da irgendwie rein in die gute Stube.
Bin ich auch richtig? Ja, sieht gut aus. Okay, es sieht mich keine Sau. Und hier kann ich rein. Drohne fliegt. Drohne fliegt. Muss halt gucken, ob hier einer ist. Bevor ich da waghalsig reinspringe. Okay, das sieht gut aus. Fuck, das war ein bisschen laut, ne? Okay, alles ist gut. Erreichen Sie Bowman. Ist sie hier oder was? Also meine Markierung ist da irgendwo. Ach so, die ist unter der Erde. Okay. Dann gehen wir halt unter die Erde. Passt schon. Wie komme ich denn da hin? Sehe einen mit Minigun. Da drüben, beim Tank. Wahrscheinlich muss ich in dieses Gebäude rein. Boah, ich habe echt gerade einen krassen Migräneanfall. Ich sehe halt echt nichts. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Shit, die haben eine Leiche. Bevor der hier Alarm schlägt, schalte ich ihn lieber aus. Den muss ich auch noch ausschalten, sonst findet der gleich auch eine Leiche. Wo ist denn der? Hier ist gar keiner. Wow, jetzt haben wir auch noch Legs. Toll. So, hier muss ich runter, weil da die Markierung ist. Bowman, ich komme, ich rette dich. Vielleicht ist das auch eine Falle, wer weiß. Vielleicht hat Daniel uns verarscht. Ja, hier werden richtig viele Gegner sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, wie viele Treppen sind es denn noch? Alter, ist das tief unter der Erde. Guck dir das mal an. Ich bin schon eine Dreiviertelstunde am Treppensteigen. Okay, jetzt bin ich da. Hier sind Soldaten im Doppelpack, direkt am Reifenstapel. Boah, mein Migräneanfall wird immer schlimmer, ich sehe fast gar nichts mehr. Ich sehe halt nichts mehr, das ist das Problem. Ich sehe halt überall Flecken. Okay, passt schon. Hat es jemand gehört? Glaube ich nicht. Meine Seite ist sauber. Das freut mich zu hören. Dann bist du ja schon mal safe. Und ich komme hinterher. So, Bowman ist hier im Knast, oder was? Ja, das sieht gut aus. Das wurde auch Zeit. Dieser Kerl will mir nicht die Handschellen abnehmen. Das ist nicht nett. Sie kommen genau richtig. Die Sache wurde langsam etwas stressig für mich. Ein bisschen, ne? Das ist halt so, wenn man gefoltert wird. Wir kommen Sie holen, weil ich ein paar Fragen an Sie habe. Was meint er damit? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt los. Geben Sie mir eine Waffe oder was? Walker erwartet Antworten. Wie lange waren wir zusammen im Einsatz? Hey, das reicht. Ich markiere ein Safehouse auf der Karte. Ja, machen wir. Ich habe Migräne. Ich will den Einsatz beenden. Oh Mann. Wir nehmen das gepanzerte Fahrzeug. Wir sind Tangos. Ziemlich nah. Nicht Passagier. Oh, du bist eine Pflaume. Rein da. Jetzt kommt ins Fahrzeug. Oh, Leute, meine Augen. Ohne mich weitergehen. Boah, scheiße, ich sehe halt nichts mehr. Egal, weiter geht's. Ich drücke auf die Zähne. Ich beiß auf die Zähne wie meine Elite-Soldaten. Eddie spielt das jetzt mit Migräneanfall. Alter, ich sehe halt nichts mehr. Es ist kein Witz, ich sehe alles verschwommen. Irgendwie komme ich hier schon raus, der siehste. Oh. Jetzt laggt das auch noch.
Alter, ich sehe nichts. Ups, den habe ich überfahren. Ja, jetzt laggt das auch noch. Wieso laggt das jetzt so krass? Alter! Siehst du aus, als... Lassen Sie mich raten. Sie haben mich über den Skelltech-Ingenieur aufgespürt. Und Alter, es laggt, ich habe Migräne, jetzt ist alles im Arsch. Mir muss niemand sagen, was Sie vorhaben. Oh Mann, komm auf die Straße, komm, Auto, und jetzt danke. Sie wohl, Sie hätten alles rausgefunden und kennen das Gesamtbild, oder? Ja, kennen wir. So, ja, egal, was Sie jetzt labert, ich will nur noch zu diesem Safe aus. Alter, ich sehe nichts mehr. Migräne ist voll am Start, Mann. Oh Mann. Aber dann habe ich es ja gepackt. Dann brauche ich nur noch eine Mission, die von Sam Fisher. Dann wär's das. Und jetzt laggt das halt richtig. Ja, Digga. Nur noch aussteigen, damit ich... Boah. Jetzt ist ja alles im Arsch. Haha, wie das laggt. Okay, genug mit den Spielchen. Was soll das alles? Wir vertrauen dir nicht mehr, Kevin. Sie helfen, Staatsgeheimnisse zu stehlen und geben sie weiter an Unidad. Ich habe gar nichts gestohlen. Ich habe geholfen. Einem feindlichen Spion? Moment mal. Ich hatte den Befehl, ihn zu beschützen für die Interessen der USA in Bolivien. Und das bolivianische Volk. So reden Verräter. Was ist mit der Loyalität zu Ihrem Land? Sie hätten ihn sofort töten sollen, als er die Seiten gewechselt hat. Oh Mann, jetzt macht er aber richtig Ansage. Was hält sie ab, Selbstinformationen zu verkaufen? Fick dich! Ich hatte Befehle und hab sie befolgt. Befehle? Befehle? Ihre Befehle haben meine Männer getötet. Sie haben dem Feind geholfen. Stecken Sie sich. Mann, der ist richtig wütend. Walker. Das hier wird schmutzig. Wir werden bezahlt, um im Dreck zu wühlen. Und wir bleiben. Mach mal eine Ansage, Nomad. Zumindest kenne ich meine Seite. Also, der Verlust Ihrer Männer tut mir leid, wirklich. Ich mag wie die Spinne im Netz erscheinen, aber ich habe nicht das Sagen. Ich befolge Befehle. Bullshit. Bullshit. Am Boden haben Sie das Sagen. Sie entscheiden, ob Sie einem Befehl gehorchen. Hör zu, du warst da draußen. Die Situation ist total verfahren. Bowman ist das scheißegal. Er ist so richtig Mediator. Du vertraust der Frau. Irgendwem muss man vertrauen. Er ist verliebt. Okay. Dann vertraue ich dir. Fass mich nicht an. Das ist doch ihr. Passen Sie auf, Bowman. Sie sind schuld am Tod von zwei Männern. Und wenn Sie nur ein Müh vom Recht abweichen, treibe ich diese Schuld wieder ein. War das eine Bedrohung gegen mich? Weil wir sind ja quasi Ihr Team. War's das? Ich habe einen Migräneanfall. Ich kann nicht weiterspielen. Das geht nicht. Ja, es laggt total. Oh Mann. Das war interessant. Danke, dass Sie sich für mich eingesetzt haben. Ja, kein Ding, Karen. Wir sind halt verliebt in dich. Zwischen Pflicht und Freundschaft muss man die Pflicht wählen. Ja, aber ich weiß nicht, ob Walker das genauso sieht. War's das? Jetzt ruft mich bestimmt noch dieser Walker an. Offizielle Einladung. Ist mir scheißegal. Dann muss ich nur noch Sam Fishers Mission machen und Svenius. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. RDLP, nur noch zwei Videos. Bis dann.